Das hat man Bremen. Die Trainergemeinschaft ist auch voll am Ball. Also es gibt bei unserem neuen Trainer, Walter, nur eins, das geht nach vorne und so wollen wir das ja auch sehen. Also da muss man mal abwarten, wie Werder darauf reagiert. Aber ihr wisst doch selber, wie das ist. Wenn sie die Torchance machen, haben sie eine gute Chance in Bremen was zu holen. Da bin ich voll überzeugt. Wer jetzt schon Angst hat, den kann er gleich zu Hause lassen. Die sahen auch alle locker aus. Jetzt kommen wir unser Michael. Michael will ich nicht ansprechen, der hat den Kopf voll heute. Aber ich sehe das alles nicht so eng. Partner und ich fähre jetzt zur U21 rüber, fahren zur Hagenbeekstraße. Wir mal gucken, was die Jungs machen. Und dann wollen wir heute Abend mal in Ruhe gucken. Also ich muss schon sagen, der Tim Walter ist unheimlich kommunikativ. Und hat ja auch einen Plan. Und wenn die Leute das umsetzen, Torchancen haben wir genug, die müssen wir machen. Robert muss mal einen machen, den Platz bei ihm auf der Knoten. Also Terodde ist das nicht. Oder ich will auch nicht immer Terodde hin, Terodde her erzählen. Wir haben Robert Latzel und auch den Kaufmann auch aus Dänemark. Da muss jetzt was kommen und kommt auch was. Ich hoffe in Bremen. Alles klar, so Peter macht sich auf die Tour nach der Hagenbeekstraße. Aber ich habe die Jungs auch gegen Schalke verabschiedet. Und heute auch wieder, ich will die Tradition nicht brechen. Deswegen bin ich am Volkspark und habe meine Tour hier am Volkspark gemacht. Alles klar, nur der HSV und nichts anderes. Mensch, wenn ich jünger wäre, 30 Jahre wäre, schon längst in Bremen, hätte er richtig einen aufgezogen. Alles klar, tschüssi. Mann, oh Mann, oh Mann, keine Angst haben, hinziehen, einen Arsch in die Hose und gewinnen und nichts anderes. Tschüssi. Das ist nicht, ich habe Respekt auch vor Werder Bremen, aber nicht immer vor dieses ängstliche Getue, da habe ich keinen Bock drauf. Tschüssi, in meinem Alter ist man nicht mehr ängstlich, da guckt man nach vorne. Alles gut, ich habe alles erlebt im Leben. Tschüssi, nur der HSV. Ich bin wieder sauer, aber jetzt geht das weiter und immer weiter. Tschüss.